Als Foto- oder Videograf möchtest du mit Sicherheit wissen, wie du gutes Geld verdienen kannst und eventuell davon auch leben kannst. Und jetzt fragst du dich bestimmt, wie kannst du mit deinen bestehenden Fähigkeiten Tausende von Euro jeden Monat verdienen? In diesem Video zeige ich dir 5 konkrete Wege, wie du als Foto- oder Videograf Tausende von Euros verdienen kannst. Am Ende von diesem Video schenke ich dir sogar noch eine kostenlose PDF, in der ich dir ganz genau Schritt für Schritt zeige, wie du als Foto- oder Videograf konstant 10.000 Euro im Monat oder mehr machen kannst. Mein Name ist Tobi Obermeier. Ich habe in den letzten 4 Jahren meine Leidenschaft zum Beruf gemacht, habe meine eigene Videoproduktionsfirma aufgebaut, mit der ich inzwischen 6-stellige Jahresumsätze erwirtschafte, und genau das zeige ich inzwischen auch anderen Foto- und Videografen. Wie gerade schon angesprochen, viele Foto- und Videografen von euch da draußen wollen mit ihrer Leidenschaft Geld verdienen, wissen aber nicht, was sie konkret anbieten können, wo auch Leute bereit sind, ihnen viel Geld für zu bezahlen. Mir ging es tatsächlich früher nicht anders, als ich angefangen habe, mit meiner Foto- und Videografie Geld zu verdienen. Ich wusste nicht konkret, was ich anbieten soll, was für ein Angebot ich haben soll oder was ich überhaupt anbieten kann. Und genau das habe ich in den letzten 4 Jahren eben genau rausgefunden. Und deswegen nehme ich dir heute dieses Video auf und zeige dir jetzt, wie gesagt, 5 konkrete Schritte, wie du als Foto- oder Videograf mit deiner Leidenschaft gutes Geld verdienen kannst. Die 5 Wege, die ich dir jetzt hier gleich zeige, sind alles Wege, wo du wirklich hochpreisige Kunden generieren kannst. Also diese Wege sind keine Wege, wo du dann pro Auftrag irgendwie 200, 300 Euro oder so verdienst, sondern wirklich mit jedem Auftrag hochpreisige Kunden gewinnst. Und wenn ich sage hochpreisig, meine ich wirklich Kunden, die bereit sind, die für deine Arbeit, für deine Dienstleistung 4.000 Euro aufwärts zu bezahlen. Deswegen würde ich sagen, wir reden gar nicht mehr um den heißen Brei herum, sondern wir kommen direkt zu Weg Nummer 1. Den ersten Weg, den ich dir empfehlen kann, sind Recruiting-Videos und Fotos. Du musst nämlich eine Sache verstehen. Ganz, ganz viele Unternehmen aus dem ganzen Dachraum, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, haben aktuell ein sehr großes Problem, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Du hast es bestimmt schon vielleicht hier und da mal mitbekommen. Es gibt inzwischen sehr, sehr viele Recruiting-Agenturen, Social-Media-Recruiting-Agenturen, die wirklich Werbeanzeigen für Unternehmen schalten, um eben Mitarbeiter zu gewinnen. Und das Ganze wird meistens einfach nur mit einfachen Bildern gemacht, irgendwelchen Grafiken, die irgendwie schnell in Canva zusammengeschustert worden sind. Und du als Foto- oder Videograf kannst eben wirklich professionellen Content erstellen, Fotos und Videos, und kannst eben an Unternehmen rangehen und sagen, hey, du kannst mit deinen Recruiting-Video-Strategien wirklich noch qualifiziertere Bewerber eben generieren für das Unternehmen. Dadurch kann das Unternehmen aus der Masse herausstechen und so weiter. Und hier sind wirklich die Unternehmen bereit, dir hohe 4- bis 5-stellige Beträge zu bezahlen, sprich 5.000 Euro aufwärts. Also zum Beispiel für ein Recruiting-Video, was ich selber mit meiner eigenen Videoproduktionsfirma auch viel mache. Wir nehmen für ein Recruiting-Video teilweise mehr als 10.000 Euro. Sprich, du siehst, hier ist die Nachfrage extrem hoch und wie gesagt, die Unternehmen sind auch bereit, dir hohe Preise dafür zu bezahlen. Dann sind wir jetzt schon bei Weg Nummer 2 angekommen und es ist ein ähnlicher Weg, aber in eine andere Richtung. Wie gesagt, ich habe es gerade schon mal angesprochen, viele Unternehmen schalten Werbeanzeigen zur Mitarbeitergewinnung, aber eben nicht nur zur Mitarbeitergewinnung, sondern eben auch zur Neukundengewinnung. Das heißt, du als Foto- oder Videograf kannst wirklich auf Unternehmen zugehen und professionelle Fotoshootings oder Videoproduktionen anbieten, die dann genutzt werden für Werbeanzeigen. Und hier kannst du, wie gesagt, an Dienstleister rangehen, an andere Agenturen rangehen, ihnen Imagefilme, Werbevideos verkaufen. Du kannst zudem an Online-Shops rangehen. E-Commerce ist ja gerade auch ein Thema, was sehr extrem durch die Decke aktuell geht. Jeder verkauft online und hier kannst du, wie gesagt, zum Beispiel Produktbilder für den Kunden eben produzieren oder Produktvideos oder was auch immer eben dein potenzieller Kunde anbietet, einfach in professionellen Foto- und Videoproduktionen verpacken, und das kannst du, wie gesagt, eben auch anbieten, und hier sind die Unternehmen auch bereit, dir hohe 4- und 5-stellige Beträge zu bezahlen. Und Punkt Nummer 3, den ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte, sind Testimonial-Videos. Hier kannst du auch an Dienstleister, Berater, Coach, Agenturen gehen und einfach sagen, hey, pass auf, du triffst dich mit den Kunden, die gute Ergebnisse durch die Dienstleistung erzielt haben, kannst zu den Kunden vor Ort hinfahren und mit den Kunden quasi, beziehungsweise mit den Kunden von deinem Kunden, Testimonial-Videos aufnehmen, wo der Kunde eben über die Ergebnisse von deinem Kunden spricht, die er ihm quasi gebracht hat, und kannst hier für eine Videoproduktion zum Beispiel auch ganz leicht 3.000, 4.000 Euro verlangen. Hier ist es auch einfach so, dass die Unternehmen bereit sind, dir viel Geld zu bezahlen, weil du einfach dem Unternehmen viel Mehrwert bringst. Du musst verstehen, Testimonial-Videos sind einfach extrem wertvoll für deinen Kunden, weil er kann sie wieder in seinem Marketing einsetzen, wo er neuen potenziellen Kunden eben zeigen kann, hey, was hat er bei anderen Leuten schon bewirken können, welche Ergebnisse hatten andere Leute davon, und dadurch ist es ein extremer Umsatzboost, Umsatzhebel für deinen Kunden. Somit, wie gesagt, ist ein Unternehmen
Unternehmen auch bereit, dir 3.000, 4.000, 5.000 Euro oder noch mehr für diese Dienstleistung zu bezahlen. Punkt Nummer 4, den du auf jeden Fall auch austesten solltest und bei dir umsetzen kannst, sind Shortform-Videos, also Kurzform-Videos für Instagram Reels, TikTok oder YouTube Shorts. Du weißt selber, diese Kurzvideos sind gerade komplett am Boomen und jeder möchte das Ganze machen. Hier kannst du auch wieder an Dienstleister, Unternehmen, Beratungsunternehmen, Coaches oder sonst wen rangehen, weil über Kurzform-Content hast du aktuell einfach die Möglichkeit, extrem viel Reichweite aufzubauen und das Ganze umsonst. Früher musste ein Unternehmen extrem viel Geld in die Hand nehmen und in Werbeanzeigen investieren, dass man, keine Ahnung, 100, 200, 300.000 Leute erreicht hat. Jetzt kannst du alleine mit einem TikTok zum Beispiel mal schnell, ohne irgendwie Budget zu investieren, 3.000, 4.000 Aufrufe machen oder von mir aus 4, 5 Millionen Aufrufe machen. Ja? Deswegen, wenn du lernst, wie du wirklich Kurzform Content aufnimmst, wie diese Videos geskriptet sein sollen, kannst du auch ganz easy an Unternehmen, Coaches, Dienstleister, Berater, whatever eben rangehen und hier eben wirklich professionelle Reels erstellen, TikToks erstellen und kannst hier jeden Monat auch ganz easy Kunden abschließen und kannst hier auch eben die Kunden langfristig binden, zum Beispiel auf 3, 6 oder 12 Monate direkt und kannst dich hier einen extrem hohen Cashflow mit nur ein paar Kunden jeden Monat aufbauen. Deswegen hier Kurzform-Videos auch auf jeden Fall ein Weg, den du bei dir in deinem Videobusiness implementieren solltest. Und jetzt sind wir bei Punkt Nummer 5 schon angekommen und zwar Hochzeitsfotos und Videos. Natürlich, hier bist du nicht mehr im B2B-Bereich, also du hast keine Geschäftskunden, sondern Privatkunden, aber diese sind auch auf jeden Fall bereit, dir viel Geld dafür zu bezahlen, dass du die Hochzeit fotografisch oder videografisch eben begleitest, weil du musst es so sehen, ein Brautpärchen erlebt diesen Tag einmal im besten Falle. Dieses Pärchen möchte diesen Tag immer und immer wieder erleben können. Sie möchten ihren Freunden, die vielleicht nicht bei der Hochzeit sind, die Hochzeit nochmal zeigen können auf Fotos. Sie wollen den Moment immer wieder selber erleben können, dass sie sich jedes Jahr immer wieder das Hochzeitsvideo anschauen können. Und wie gesagt, Brautpaare sind hier auch sehr bereit, hohe Summen zu investieren. Natürlich gibt es auch Brautpärchen, die haben dafür nicht das Budget, aber es gibt auf jeden Fall die Nachfrage mit den passenden Kunden, die bereit sind, da viel Geld zu investieren. Deswegen Hochzeitsfoto und Videografie solltest du auch auf jeden Fall mitnehmen, wenn du auch im B2C-Bereich tätig sein möchtest. Du hast jetzt schon gemerkt, diese ganzen Punkte, die ich dir aufgezählt habe, bis auf der letzte Punkt, waren sehr B2B-lastig, also geschäftskundenlastig. Das liegt einfach daran, dass einfach Geschäftskunden von deinen Foto- oder Videoproduktionen mehr Return on Invest haben. Das heißt, wenn sie 4.000, 5.000, 6.000 Euro in deine Foto- oder Videoproduktion investieren, bekommen sie das Vielfache wieder raus. Ja? Im Gegensatz zu einer Privatperson, die hat davon ja nichts, sie macht dadurch ja nicht mehr Geld. Und deswegen ist es einfacher, im B2B-Bereich hochpreisige Kunden abzuschließen als im Privatbereich. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es nicht möglich ist, das ist es nämlich, aber wie gesagt, es wird dir deutlich leichter fallen, mehr Umsatz, bessere Kunden, größere Kunden zu gewinnen im B2B-Bereich. Jetzt weißt du 5 Wege, wie du als Foto- oder Videograf wirklich hochpreisige Kunden gewinnen kannst und viel Geld mit deiner Leidenschaft verdienen kannst. Aber jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, okay, wie kannst du das Ganze so aufbauen und so angehen, dass du wirklich auch diese Kunden findest und diese Kunden generierst, also wirklich Abschlüsse machst. Und genau jetzt kommen wir zu der kostenlosen PDF, die ich am Anfang von diesem Video schon mal angesprochen habe. Und zwar kannst du jetzt den ersten Link in der Videobeschreibung einfach mal abchecken. Da habe ich dir nämlich eine komplett kostenlose PDF erstellt, wo ich dir wirklich in 4 ganz detaillierten Schritten zeige, wie du dein Foto- oder Videografen-Business aufbaust, um konstant 10.000 Euro aufwärts jeden Monat zu machen. Deswegen, wie gesagt, check den allerersten Link in der Videobeschreibung aus, hol dir deine kostenlose PDF, die schicke ich dir direkt per E-Mail zu. Und ansonsten würde ich sagen, hoffe ich, dass ich dir mit diesem Video schon mal ein bisschen Klarheit geben konnte und du jetzt näher deinen Zielen kommst und weißt, hey, was kannst du konkret als Foto- oder Videograf anbieten. Natürlich gibt es noch hier Dutzend andere Wege, aber diese Branchen, diese Wege sind auf jeden Fall sehr rentabel, weil ich einfach weiß, okay, ich habe hier das Ganze ausgetestet. Mentoring-Teilnehmer von mir haben das Ganze umgesetzt und verdienen hiermit konstant 10.000 Euro im Monat. Und deswegen kann ich dir auf jeden Fall diese Wege nur mit auf den Weg geben. Wenn du weitere Fragen zu diesem Thema haben solltest, schreib mir gerne einfach einen Kommentar oder schreib mir generell gerne dein Feedback zu diesem Video in die Kommentare. Freue ich mich auf jeden Fall. Und ansonsten kannst du mir auch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben geben. Und natürlich kannst du hier auch diesen Kanal kostenlos abonnieren, um wirklich kein Video mehr in dieser Richtung hier zu verpassen. Wenn du noch mehr Einblicke in mein privates Leben haben möchtest, noch mehr Content zum Thema Foto und Videografie und dem Business dazu haben möchtest, mehr Einblicke haben möchtest zu meiner eigenen Videoproduktionsfirma, dann check auf jeden Fall auch mein Instagram ab. Lass mir da auch sehr gerne ein Follow da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns schon im nächsten Video. Bis dahin, euer Tobi. Ciao, ciao.